Hallo Leute und guten Morgen an dieser Stelle und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video, Folge 43. Heute geht es um die besten englischen Spieler unter 24, also die beste Elf unter 24. Ja, ich habe sie hier rausgesucht und wir werden sie diesmal ja einfach mal einmal durchgehen. Genau, wir fangen beim Torhüter an natürlich. Da haben wir Aaron Ramsdale. Ja, 23 Jahre jung, hat eine Stärke von 78 und spielt aktuell bei Arsenal. Ja, ist ein 8 von 10 Sternentalent. Nervenstark, ehrgeizig, professionell, hat sehr, sehr gute Werte auf jeden Fall und wird sich mit seinen 23 Jahren definitiv richtig gut entwickeln. Kommen wir zur nächsten Position, dem Rechtsverteidiger. Da haben wir Ben Chilwell, 24, auch noch sehr, sehr, sehr jung. Ihr könnt hier sehen, überkrasse Werte, ne? Also im Antritt Schnelligkeit, hier in der Verfassung Beweglichkeit, Sprungkraft ist er überragend. Ja, und allgemein die Defensivfähigkeiten sind auch krass. Mit 24 geht lange Wege, ehrgeizig, professionell. Ja, hat eine Grundstärke von 82. Ne, spielt bei Chelsea aktuell, davor bei City, ne, mit 99 Spielen hier. Könnt ihr hier sehen, auf jeden Fall ein krasser Typ. Dann die Innenverteidigung wird, wie sagt man, gestampft? Ne, wie sagt man, ihr wisst, was ich meine, von Fikayo Tomori. Da muss ich natürlich erstmal selbst gucken, ob er jetzt für England spielt oder für Nigeria. Aber er spielt wirklich für England. Überkrasses Talent, muss ich sagen. Ist Kämpfer vom Spielertyp. Fairness und professionell ist sein Charakter. Ist 23 Jahre alt, wirklich noch sehr, sehr jung. Antritt, Schnelligkeit. Eine 90, okay, Schnelligkeit dann eine 89, aber fast eine 90, richtig krasse Werte. Defensivfähigkeiten sind wirklich top. Also, ich kenne ihn selbst nicht, probiere es aus, ist aber mega. Dann haben wir hier Joey Gomez vom FC Liverpool, auch 24 Jahre alt und der ist eigentlich noch krasser, ne, mit seinen Fähigkeiten hier, muss man schon sagen. Also, mit dem Alter ist einfach nur krass, ne. Kommt auch nicht aus der Liverpool-Jugend. Ich weiß nicht, wo er vorher gespielt hat. Aber 81er Stärke, Grundstärke, ne, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Wir wollten hier nochmal bei Tomori gucken, wo er vorher denn schon alles war. Er kam aus der Chelsea, also er kommt ursprünglich aus der Chelsea-Jugend. Ja, über Brighton dann wieder zu Chelsea, Hull City. Chelsea hat ein paar Mal ausgeliehen hier, wie man hier sehen kann. Und dann ist er am Ende 2020 zum AC Mailand gewechselt für 1,9 Millionen. Hat jetzt hier mittlerweile einen Marktwert von 39,5. Schon unglaublich. Auf jeden Fall richtig krass, ne? Ja, Joey Gomez haben wir erwähnt. Dann kommen wir zum Rechtsverteidiger, Trent Alexander-Arnold. Der ein oder andere wird ihn kennen. Überkrasser Typ, ne? 22 Jahre, vereinstreu. Ehrgeizig, professionell und ein Teamplayer, hält die Linie rechts. Ein richtig krasser Rechtsverteidiger. Also auch allgemein, jetzt nicht nur im Spiel, so im echten Leben ist er ja auch ein Ausnahmespieler auf jeden Fall. Ne? Hier schon mit den 90er-Fähigkeiten auch im Passspiel und mit Flankenfähigkeit und ja, Antrittsschnelligkeit ist geil. Geistig ist er auch auf Höhe, sage ich jetzt mal. Reaktion, Aggressivität, Übersicht, alles fast im 90er-Bereich hier. Ne? Also das mit 22 ist schon sehr, sehr stark. Ne? Auf jeden Fall. Auch 9 von 10 Sterne-Talent. Echt krass. Kommt aus der Liverpool-Jugend. Mittlerweile 129 Spiele bestritten, 8 Tore gemacht, Grundstärke von 83. Mega krass. So. Dann kommen wir zum defensiven Mittelfeldspieler Declan Rice, auch 22 Jahre jung, also ist wirklich echt noch ein junger Spieler.
Mega-Werte, ihr seht das geistig wie Feldspielerfähigkeiten und auch Verfassung. Klar, kann man überall noch ein bisschen dran arbeiten, aber mit 22 sind die Fähigkeiten einfach nur mega. So, geht lange Wege, fair, ehrgeizig, professionell und Teamplayer. Grundstärke von 81, kommt aus der West Ham United Jugend. 131 Spiele absolviert, 5 Tore. Ja, krasser Spieler auf jeden Fall. Kenne ich auch selbst auch nicht, also ja, kann ich euch nur ans Herz legen. So, dann kommen wir zum zentralen Mittelfeld. Da haben wir James Maddison, 24 Jahre jung, spielt bei hier City, ihr wisst Bescheid. Na, natürlich gibt es da noch ein paar Fähigkeiten, die man verbessern könnte oder auch muss. Gerade hier in dem Bereich, denke ich, Antrittsschnelligkeit. Da kann man noch ein bisschen was machen. Und hier vor allen Dingen auch in der Defensive. Da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber trotzdem, harte Freistöße, professionell ehrgeizig, sind seine Stärken sozusagen. Spielmacher vom Spielertyp her. Und eine Grundstärke von 79. Ja, ist er der beste zentrale Mittelfeldspieler Englands. Sozusagen, ne? So, dann kommen wir zum offensiven Mittelfeld. Da haben wir Mason Mount, aktuell auch bei Chelsea unter Vertrag, 22 Jahre alt. Sehr krasser Spieler auf jeden Fall, feiere ich. Gerade mit dem Alter so krasse Fähigkeiten und Werte schon zu haben, ist wirklich gut. Ne? Teamplayer, professionell, trainingsfleißig, ehrgeizig und dann auch noch fair, geht lange Wege. Kommt auch aus der Chelsea-Jugend, wie man das hier sieht, wurde dann zweimal verliehen. Denke ich mal, ne? So wie das hier aussieht. Und ja, ist am Ende dann auch wieder bei Chelsea gelandet. Grundstärke von 84 mit 22 ist heftig. So, links außen, der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho von Manchester United aktuell. 21 Jahre jung, hat ja unglaubliche Fähigkeiten, wissen wir alle. Auch bei Dortmund schon unter Beweis gestellt, kommt aus der Watford-Jugend, also auch aus der englischen Jugend, hat dann bei Manchester City ja eigentlich gar kein Spiel bestritten, ne? Ist dann nach Dortmund gewechselt für 7,65 Millionen, also eigentlich ein Schnapper, hat da 104 Spiele bestritten, 38 Tore gemacht, da hat man aber seine Fähigkeiten halt einfach schon krass gesehen und ja, ManU ist darauf aufmerksam geworden und hat ihn dann für 81 Millionen verpflichtet. Ne? Grundstärke von 85, wirklich eigentlich noch ein Talent, kann man eigentlich noch sagen. Ne? Ehrgeizig, Dribbler als Spielertyp, kann man nur empfehlen. So, rechts außen bis 24 haben wir dann hier Jarrod Bowen. Da war noch der, wie heißt er denn hier, der Elliot. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Wir können mal kurz gucken. Elliot. So, wo haben wir ihn denn hier? Rechts außen. Da, Harvey Elliott war noch mit am Start hier, hat allerdings eine Grundstärke von 74 auf der Rechtsaußenposition. Deswegen haben wir Jarrod Bowen gewählt, 24 Jahre alt. Denke ich mal, hat ganz gute Werte im offensiven Bereich, auch im Antritt und Schnelligkeit. Denke ich mal, ist er ganz gut, ist nervenstark, ehrgeizig, professionell, Dribbler vom Spielertyp her. Hat jetzt allerdings nur 7 von 10 Sterne. Aber das hat ja auch immer nicht, es hat nicht immer was zu sagen. So, ne? Grundstärke von 76. Wie war die Grundstärke bei Elliot? Da müssen wir noch mal kurz gucken. Ich glaube 74, ne? Ja, Grundstärke von 74. Obwohl er natürlich auch ein sehr, sehr krasses Talent ist. Also das muss ich noch mal dazu sagen. Der ist 18 Jahre alt, aber ihr könnt den mega entwickeln, ne? Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Wenn ihr den verpflichtet spielen lassen, dann entwickelt er sich wirklich sehr, sehr gut. Genau, also den Bowen kenne ich jetzt selbst persönlich nicht, aber würde ich trotzdem mal ausprobieren. 1,74 groß ist ganz gut für einen Rechtsaußenspieler, definitiv.
Ja, einfach mal testen, ne? So, dann kommen wir zur Sturmspitze. Da haben wir Dominik Calvert-Lewin als einziger als einziger Stürmer sozusagen. Ne, der war in der Auswahl mit Abraham, Tammy Abraham. Ne? Ich war mir noch nicht sicher, ob Abraham in der englischen Nationalmannschaft spielt. Ich konnte da jetzt auch nicht wirklich was finden. Deswegen habe ich ihn jetzt gewählt. Von der Stärke haben sich, glaube ich, nicht weiter unterschieden, glaube ich. Ja, er mit 24 auf jeden Fall sehr, sehr gute Werte. Ist auch ein guter Stürmer, definitiv Charakter. Fair, Spielertyp, Sturmtank. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler. Aktuell bei Everton, 147 Spiele gemacht, 40 Tore gemacht. Ja, einfach mal testen. Also ich kenne ihn so jetzt nicht, aber testen würde ich ihn auch mal. Safe. So, meine Freunde, dann sind wir auch schon durch mit der besten englischen Elf unter 24 oder halt bis 24 sozusagen. Und ja, probiert sie gerne mal aus. Es sind jetzt keine krassen, namhaften Spieler dabei, aber wie gesagt, es sind ja auch noch junge Spieler. Ja, den einen oder anderen kennt man natürlich mit Sancho, mit Lewin vielleicht, mit Arnold. Das sind Spieler, die kennt man auch vom Namen her sozusagen. Ne? Probiert es gerne mal aus und ja, vielleicht ist da der ein oder andere Spieler dabei, den ihr auch für gut befindet. Ne? Und die kann man natürlich auch alle noch gut entwickeln. Die sind alle noch sehr jung. Ja? Sancho mit 21, Mount mit 22, Rice mit 22, Arnold 22, das sind alles noch junge Spieler, die sich alle noch mega entwickeln können, ja. Genau, ja, würde ich feiern. Lasst mir gerne was da, einen Daumen nach oben, einen Kommentar, wenn ihr Bock drauf habt, abonniert den Kanal und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß dabei beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut.